schauen. Die drei Worte, die ich euch heute zu Fron Leichnam erklären möchte, ganz kurz dem Jonas, weil das ist so ein Wiffzack, so ein Gescheiter, dem Jonas, das erste Wort ist Realpräsenz. Realpräsenz, schwierig, gell? Real. Real heißt wirklich und Präsenz heißt Gegenwart. Realpräsenz. Wirkliche Gegenwart. Genau, ganz genau, Jonas. Ja, wir glauben, dass Jesus Christus wirklich gegenwärtig ist in der Eucharistie. Das folgt dem Wunder aller Wunder, dass der unendliche Gott vor 2000 Jahren in unsere Zeit gekommen ist, dass er im Leib der Jungfrau Maria Mensch geworden ist, dass das Unendliche sich in der Zeitlichkeit ausdrückt, dass das Unbegrenzte in die Grenzen eines menschlichen Leibes geht. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, und hier kommt er noch einmal im Sakrament eben vergegenwärtigt, Realpräsenz. Das ist eigentlich das Fantastische, was überhaupt eine Religion auf diesem Planeten glaubt. Und wir sind ja gar nicht so wenig, wenn man mal jetzt die 1,3 Milliarden Katholiken nimmt, dann die ganzen Altorientalen und Orthodoxen dazu. Das ist schon ziemlich fantastisch eben jetzt, dass so viele Milliarden Menschen daran glauben, dass in einem kleinen Stück Brot Gott selbst unter uns wohnt. Ja, das hat sich in Kultur ausgedrückt. 300 Meter hier drüben steht der Stephansdom, ein steingewordenes Werk der Anbetung der Realpräsenz Gottes unter uns Menschen. Das zweite ist ein noch schwierigeres Wort. Das wird jetzt für den Jonas vielleicht ein bisschen, das haben meine Firmlinge aber immer lernen müssen, den 8 Jahren, wo ich Pfarrer war, das ist das Wort Transsubstantiation. Ja? Transsubstantiation. Jonas, da bist du doch noch zu jung. Ja? Aber der Samuel, der studiert ja auch katholische Theologie, der muss sich das merken. Transsubstantiation, da steckt das Wort Substanz drinnen. Substanz ist das Wesen, das, was eine Sache ausmacht. Und trans heißt hinüber. Ja? Also der Zug, der über die Alpen fährt, das ist der Transalpin. Ja, also trans heißt hinüber. Und Transsubstantiation, wirklich schwer, gell? Substantiation, ja, aber meine Firmlinge haben das dann immer geschafft. Ja. Transsubstantiation bedeutet, dass die Substanz des Brotes hinübergewandelt wird in die Substanz des verklärten Christus. Aufpassen, mit Substanz verstehen wir hier nicht die Moleküle. Wir verstehen nicht das Äußere, das, was fassbar ist, sichtbar ist, schmeckbar ist, ja, sondern wir verstehen darunter den innersten Wesenkern. Im Unterschied zu den Protestanten, Martin Luther und Zwingli noch mehr und Calvin hatten da ihre großen Probleme, das Wort des Herrn ernst zu nehmen, der sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist der Kelch des neuen Bundes, mein Blut. Dort ist es eher symbolisch verstanden und nach der Messe ist es eben, weil der Glaube nicht mehr da ist, der Gemeinde, nicht mehr eben jetzt der Herr. Für uns aber ist der Herr bleibend gegenwärtig, weil sich an diesem Endlichen des Brotes, der Hostien, an diesem Endlichen des Weines etwas verändert. Das ist der Irrsinn, den die Philosophie nicht verstehen kann, nicht denken kann, niemand kann das denken, finitum capax infiniti, dass das Endliche fähig ist, das Unendliche aufzunehmen. Nicht nur in der Torheit der Menschwerdung vor 2000 Jahren, sondern hier ist es ein Stück Materie, aber Materie in Form von Nahrung. Denn das Ganze hat einen Zweck pro nobis für uns. Jesus möchte ja in uns hinein. Er möchte, wie das Paulus im 1. Korintherbrief im 10. Kapitel jetzt eben mit dem Wort Koinonia bezeichnet. Er möchte Communio, er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Transsubstantiation ist also nicht so ein metaphysisches Spektakel, dass der liebe Gott sagt, ich gebe euch katholischen Theologinnen und Theologen ein Rätsel auf, ich gebe euch was zum Kiefeln, wie man auf Wienerisch sagt, sondern das hat einen Sinn. Transsubstantiation geschieht, Jesus kommt hier wirklich, wahrhaft, weil er personal, persönlich mit mir Gemeinschaft haben möchte. Was machst du nach der Heiligen Kommunion? Denkst du dann an nichts? Gehst du dann wieder einfach in die Bank zurück? Bist du dann aufmerksam dem Gast gegenüber, der dann in dich gekommen ist? Betest du das Gebet zur geistlichen Kommunion gut mit, das uns ja hilft, auch uns, die wir real kommunizieren, plötzlich wieder zu begreifen, dass wirklich Jesus zu uns gekommen ist?
Oder ist das nur da vorne was abholen und dann war es wieder vorbei? Es geht darum, dass wir hier die Substanz eben, die geistige Substanz des Herrn selbst in uns aufnehmen. Ein drittes Wort, das ist jetzt wieder leicht, Jonas. Jetzt musst wieder nachsprechen. Das dritte Wort heißt Adoratio. Ja, genau. Adoratio. Adoratio, also das erste Wort war Realpräsenz, dann Transsubstantion, Transsubstantiation. Das dritte Wort ist Adoratio. Das heißt Anbetung. Orare heißt beten und ad heißt auf zu. Adveniat heißt die Ankunft, das Ankommen. Das Anbeten, ja, auf hinbeten. Das tun wir, wenn wir eine Kirche betreten und die Knie beugen, weil im Tabernakel der Herr selbst gegenwärtig ist. Im Englischen hat sich das Wort durchgesetzt, Worship. Ja, Worship. Das machen die Freikirchen sehr stark, aber die haben das Sakrament nicht. Also die haben ein anderes Sakramentenverständnis. In Heiligenkreuz hatte ich bei einer Jugendvigil ein sehr schönes Erlebnis. In Heiligenkreuz haben wir immer am ersten Freitag im Monat eine großartige Jugendvigil, die jetzt wieder hochfährt, weil die Jugendlichen wieder kommen können, dann, wenn diese unseligen Pandemie-Geschichten zu Ende sind. Und das war immer ganz wunderbar. Eine vollgefüllte Kreuzkirche mit lauter jungen Menschen. Viele hatten gar keine Ahnung, die waren bei der Erstkommunion und dann nie wieder in der Kirche. Und dann plötzlich knien alle und in der Mitte jetzt in der abgedunkelten Kirche, im Lichtkegel, umgeben von Weihrauch jetzt eben die Monstranz. Und in der Mitte der Monstranz diese weiße Hostie, Jesus selbst. Realpräsenz und durch Transsubstantiation eben gegenwärtig Jesus selbst und dann geschieht Adoratio, dann geschieht Anbetung. Ein Jugendlicher hat einmal zu mir dann gesagt, der hat auch keine Ahnung mehr gehabt, wie es heute ist bei den Jugendlichen, der ist nachher gekommen, ich war ja 20 Jahre Jugendseelsorger, und der ist dann nachher gekommen und hat gesagt, Pater Karl, das war voll cool, ihr verwendet in der Kirche ja auch Bodennebel, wie in der Disco. Ja, der hat noch nie Weihrauch erlebt, natürlich nicht. Der hat den Weihrauch mit Bodennebel verwechselt, nicht? Aber das Schöne war, ein Freikirchler ist gekommen und wir haben dort das Lied gesungen, I see the Lord and he is high upon the throne. Also ich habe den Herrn gesehen und er ist hoch erhaben auf seinem Thron. Und der ist gekommen und hat gesagt, weißt du, Pater Karl, bei unseren freikirchlichen Gottesdiensten haben wir dieses Lied immer gesungen. Aber hier, wie ich hier gekniet bin, vor dem Allerheiligsten, vor Jesus selbst, habe ich gewusst, hier bin ich wirklich vor dem Thron. Hier sehe ich wirklich den Herrn. Hier ist er wirklich da. Hier beten wir ihn an. Eine Zukunft der Kirche gibt es nur, wenn sie sich in der Eucharistie findet. Wenn sie wieder das Geheimnis anbeten lernt, das Gott uns hier geschenkt hat. Er, der mit seinem ganzen Heil anwesend sein möchte, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Er, der angebetet werden möchte, damit er seine Macht der Liebe in unserer Welt und in unseren Herzen empfangen kann. Lasst uns dem Herrn danken für dieses Geheimnis. Lasst uns gerne in die Kirche gehen. Lasst uns gerne zur Anbetung gehen. Lasst uns mit Ehrfurcht und mit reinem Herzen den Herrn in der Kommunion empfangen. Amen.